heute kommen wir zu einem älteren Video, und zwar aus der Heimwerkerabteilung, den Blanco Jandora SHD Küchenarmatur. Hallo und herzlich willkommen und schön, dass ihr auf meinem technischen Kanal eingecheckt habt. Sowas ist natürlich auch mal wichtig. Wir schauen uns da mal kurz den Lieferumfang an. Das ist ein älteres Video. Dieser Wasserhahn hat einen sogenannten ausziehbaren Brausekopf, und ich zeige euch mal, was im Lieferumfang dabei war damals, und ja, dann natürlich auch den Funktionstest, den ich damals gemacht habe. Ich habe das Video wieder ausgegraben, und den fand ich richtig cool. Der ist aus Edelstahl. Blanco ist eine Firma, die wirklich gute Wasserhähne macht. Das wird mir so der ein oder andere beschädigen. Das ist so eine Markenfirma. Und ja, zu diesem Video würde ich euch gerne mitnehmen. Einbau kann ich euch nicht zeigen, aber ich kann euch erklären, dass ihr die Wasserscheuer nicht vertauschen sollt zwischen warm und kalt. Weil das ist einfach definitiv zu eng unter der Spüle, das noch mal zu erklären. Ja, ich hoffe, ihr habt Lust und Bock, und dann geht es jetzt ab zum erstmal Lieferumfang und zum Funktionszweck. Wasserhahn, check. Viel Spaß beim Video. Na, erstmal haben wir hier eine ausgiebige Bedienungsanleitung, wie man was macht. Da ist jeder Schritt erklärt. Hier ist auch alles erklärt, was im Lieferumfang ist, wie das zu machen ist. Im Prinzip kann man hier nichts verkehrt machen. Ja, die Dinger lassen sich immer sehr extrem zerlegen. Was man braucht, ist ein 11 mm, 17 und 19er Schlüssel. Also so eine Zange wäre natürlich auch von vorteilhaft. Na, hier ist nochmal abgebildet, wie das Ganze anzuschließen ist, was immer zu beachten ist. Und die sind meistens gekennzeichnet. Hier haben wir einmal den Kalt-Warmwasserschlauch, der ist mit Rot gekennzeichnet. Der andere ist dann, hier haben wir dann nochmal das Ganze, um das festzuschrauben. Na, so als Verbreitung werde ich wohl brauchen. Das Gewicht, ganz wichtig, und ich packe mal den Kram aus und dann gucken wir uns den mal an. Hier haben wir erstmal Heiß C für die Temperatur zum Einstellen. Der geht nach da. Okay, das kann man bestimmt noch verdrehen. Dann sind hier, das muss aufgeschraubt werden, da kann man das nochmal massiv gegenschrauben. Oben den Deckel, Dichtung dazwischen. Das Ganze lässt sich natürlich ausziehen hier über diesen Schlauch. Da ist nachher später ein Gewicht dran. Hier ist der Kaltwasserschlauch, der ist auch nochmal gekennzeichnet mit Blau. Na, müsste ein 19er sein, so wie das aussieht. Die hat man natürlich zu verbinden. Und immer vorsichtig bei Wasser arbeiten, sonst habt ihr ein Problem. Ich werde das Ding mal einbauen, und das Ganze ist hier Edelstahl gemacht. Wie gesagt, im Lieferumfang ist alles enthalten, was man für die Reduzierhülsen, das müsste man dann abschrauben können, glaube ich. Ja, das kann man abschrauben. Da könnt ihr dann nochmal Reduzierhülsen einsetzen. Na? Werden wir wohl nicht brauchen. Wer jetzt Wasser sparen will, kann das gerne tun. So, bevor ich euch jetzt hier was Verkehrtes erzähle, diese Reduzierhülsen, die werden hier eingeschraubt. Ich kenne das einfach nur, dass man den oben in den Wasserhahn eintauscht. Das haben wir jetzt auch mal neu, aber man lernt ja nie aus. Haben wir jetzt aber hier nicht gemacht, weil wir müssen da nichts reduzieren. Wir lassen das Wasser ganz normal laufen. Kann man machen nochmal als Filter, aber ist hier auch ein schweres Rankommen an den Wasserhahn selbst. Gut, dann geht es jetzt auch weiter. So, ist natürlich schwierig hier zu zeigen. Der blaue ist natürlich Kaltwasser und der rote ist natürlich Warmwasseranschluss. Die Schläuche sind dort drin selbst, sind bereits von den Wasserhähnen hier verlängert. Das sieht man hier an dem Warmwasseranschluss. Und das ist dann der Kaltwasseranschluss, der ist auch verlängert. Man hätte diese Reduzierhülsen jetzt hinten an den Wasserhahn einschrauben können, die dabei waren, aber die, das haben wir nicht gemacht. So, sorry das Verwackeln, und hier ist dann nochmal der Schlauch dran mit dem Gewicht. Ne? Den rechten Schlauch, den silbernen, den müsst ihr trennen beim Einbau, ne? Und dann, wie gesagt, alles schön anziehen. Wir brauchen, glaube ich, einen 17er und 19er Schlüssel. Okay, so sieht das dann von oben aus. Dass ihr euch das nochmal zu Gemüte führen könnt.
Klappt super, gibt sich dran zu machen. Wir gucken jetzt oben die Funktion noch mal an. Er ist ja schon ein bisschen länger im Betrieb. Und ja, dann können wir dann später, geht es dann gleich weiter. So, hier haben wir auf C ist kalt. Wenn wir jetzt rüber gehen, ist hier unten hart, dann wird es warm. Und der Druck ist ausreichend dafür. Ich muss jetzt nicht so ein Geschmatter haben und Gespüle und Aufschäume. Das ist dann richtig gut und man kann das hier ausziehen und lässt das leicht wieder. So. Da ist richtig Dampf drauf. Kaltwasser. So, ich habe es jetzt nicht so weit gemacht, aber für, so, dass man das Waschbecken ausziehen kann. Manchmal muss man noch ein bisschen nachhaken, bis er dann nachzieht. Das kommt immer auf die Stellung an. Wir haben genug Schwenkbereich. Das habe ich extra so eingestellt, dass man hier nicht so ganz drüber kommt. Weiter geht da nicht. Habt ihr auch nicht die Möglichkeit, das dementsprechend hier über noch. Da kann er mehr rüber, aber das macht man ja wohl nicht. Aber hier ist halt Ende Gelände. Ja. Verarbeitung wirklich hochwertig gemacht. Das ist Edelstahl, gebürstet. Da gibt es nichts dran zu machen. Also super zufrieden, auch von meiner Frau. Gut, dann kommen wir jetzt zu meinem Endreview. Ich wollte euch das wenigstens gezeigt haben. Am Anbau gab es ja nur nicht viel zu sehen, aber das ist immer ein bisschen schwierig. Ja. Juti. So, sorry, wenn ich jetzt ein bisschen verwüstet aussehe, aber ich hatte eben noch ein paar andere Sachen zu reden. Also, hier habe ich nochmal die Bedienungsanleitung, wie gesagt. Die habe ich mir noch mal rausgekramt und läuft hier nur eine Zeit lang schon und meine Frau ist sehr zufrieden. Also sie hat das so, wie sie das haben wollte. Der Wasserdruck ist gegen den alten Wasser hat er sich leicht erhöht. Die Verarbeitung ist wirklich gut. Also hier ist in der Lieferumfang alles enthalten. Diese Schrauben, wenn man diese Platte eingedreht hat, muss man die Schrauben einfach nur noch mal gegenkontern, sitzt fest. Weil unsere Platte, Arbeitsplatte ist auch nicht mehr die schönste, die müsste eigentlich mal getauscht werden, aber das ist halt eine Winteraufgabe vielleicht. Solange es nicht muss, mache ich es nicht. Na, Werkzeug braucht ihr halt ein 17 und 19. Na, und halt ein Keuschelschrauber. Das ist damit gemeint. Der Anbau geht wirklich, ich habe schon viele, geht wirklich leicht. Also muss ich ehrlich sagen, wenn man weiß, wie man es macht. Das ist ja hier auch abgebildet. Da kann man nichts verkehrt machen. Muss erstmal den einen Schlauch abmachen. Brauchte für. Ja, für dieses Strüppchen, damit er dann auch gezogen wird. Den löst man, steckt alles durch, verschraubt das alles, macht die Kunststoffplatte unter, also die solltet ihr da wirklich untermachen. Aus dem einen Grunde, weil dann habt ihr mehr Druckpunkt auf der Platte. Ne? Das vergammelt sich im Laufe der Jahre doch schon. Diese Erfahrung muss man wir auch schon mal machen. Billig ist was anderes. Das ist wirklich kein günstiger Wasserhahn. Dafür ist aber auch hochwertig verarbeitet. Das muss man ehrlich lassen. Na, also wirklich super. Na, das Ding ist Edelstahl, sieht schick aus. Einarmbedienung, da lässt keine Wünsche offen. Wirklich nicht. Also absolut top. Kann ich euch sagen. Deswegen landet der auch in der Videobeschreibung. Solltet ihr Fragen zu dem Hahn haben, könnt ihr das natürlich gerne tun. Hauptsächlich in der Videobeschreibung. Falls euch dieser interessieren sollte, der Blanco, dann, wie gesagt, kann ich empfehlen. Und dann findet ihr unten den in der Infobox gekennzeichnet mit einem blauen Punkt AMZ für Amazon. Das ist ein sogenannter Partnerlink, da kriegt der Kanal eine kleine Provision. Ihr müsst aber nicht mehr bezahlen. Das ist so mal ein bisschen was aus unserer Handwerksecke. Und da kommt ab und zu dann auch mal was. Ist auch eine Art Technik. Schade, dass ich euch nicht so zeigen könnte, das Ganze anschließen. Aber das ist einfach definitiv unter der Spüle zu eng. Das kriege ich kameratechnisch nicht hin. Und ich habe auch keine Lust, falls da mal so Wasser und bla 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 damals oder generell ist, dann ist mir die Kamera zu schade. Das müsst ihr mir verzeihen, aber es ist eigentlich auch einfach. Falls ihr nicht wisst, wie ihr das machen sollt, dann holt euch einen Fachmann. Das kann ich jedem nur empfehlen. Windwasser ist nicht genauso wie mit Strom, ne, so, bevor ihr irgendwelche Schäden habt. Ja, das war es soweit mit meinem Video. Nächste Video ist natürlich am Start und wenn es euch Spaß gemacht hat, immer schön
Abo da lassen und Daumen in nördliche Richtung bewegen. Da schon mal danke. Für mich ist immer Sommerzeit, Umbauzeit oder überhaupt Zeit zum Sachen hier zu bauen und umzustricken. Deswegen kommt dann auch mal sowas. Schön, dass ich es wieder ausgegraben habe. Das Video freut mich. Das hatte ich ganz vergessen. Ja, ich kann mich an dieser Stelle nur noch verabschieden. Danke fürs Zuschauen. An die Abonnenten bitte nicht die Glocke vergessen. Die Hammerglocke, damit ihr kein Video verpasst. Und es geht natürlich fröhlich weiter. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Technikcheck hier auf dem Kanal. Macht's gut. Bis dahin, euer Ducky. Bye, bye.